fetteste Szene. Und dann zeige ich halt die ganze Zeit das Video in Berlin und jeder reagiert so, haha, Roos. Ja, jeder kriegt halt so ein Lachen. Digga, jeder so, haha, Roos, vor allem deine Haare und so. Ja. Und ich dachte mir, scheiße, Alter, das ist ja nicht. Die nehmen sich mehr ernst. Digga, natürlich. So, ich bin so auf so. Ja. Noah, ja. Flash, weißt du, und dann denke ich mir so, okay, ja, gut, dann fickt jetzt Roos das ganze Video so, weißt du. Dann haben wir ihn leider halt, haben wir ihn rausgeschnitten, Alter. Ich muss sagen, ihr habt das ganz schön dilettantisch gemacht, weil man sieht eine Szene noch meine Haare. Was geht ab, Freunde, mein Name ist Roos, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, wieder mal Mittwoch zu Was los Zeit. Das war früher die Was los Zeit, jetzt ist ja Was los fast daily am Start. Endlich, Freunde, ja, viele Fragen, viele haben gefragt, jetzt kommt's. Einer meiner absoluten Lieblinge im Game, ja, in der Szene, Raf Camora. Was los für euch? Nochmal zusammengesetzt. Das ganze Jahr, beziehungsweise anderthalb Jahre, die er am Album gearbeitet hat. Und eine ganz große Zeit war ich ja dabei. Ihr wisst, ich war in Japan mit ihm, ich war in Tokio, ich war in LA mit ihm. Ich habe das alles verfolgt. Bei den meisten Videodrehs war ich dabei, bei der ganzen Entwicklung im Studio, beim Zuhause. Letztendlich habe ich Skizzen gesehen von Tracks immer vorher. Also all dem Scheiß war ich dabei. Jetzt kommt endlich die Was-Los-Folge dazu. Ein nices Interview vom Raf Camora Corbeau. Ja, Freunde, am kommenden Freitag ist das Album da und ich erwarte von allen Was-Los-Zuschauern Support. Das ist, Digga, es gibt kein Album, was ich euch näher sozusagen ans Herz legen kann, außer noch I Eat Money von mir selbst. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Ja, das ist natürlich eins nices I Eat Money. Da sind wir, Raf Camora, Raf Undertaker, Raf 3.0. Raf Japan, Raf Tokio, ja, Raf Las Vegas. Raf Carrera, Raf Camaro. Raf Alfa Romero, Romaro. Wie heißt das? Romeo? Bruder, tu nicht so, als würdest du Alfa Romeo. Ich kenne den. Das beste Auto. Die Leute sollten wissen, dass ich das Auto immer habe, wenn du im Urlaub bist. Auf ich rufe mal Joshua. Ist der Raf weg? Er ist weg, ein paar Tage. Ist der Alfa da? Immer gleich, ist Alfa da? Ja. Ja, danke nochmal, dass du Alpha gibst. Dankeschön nochmal. Aber jetzt kommt, es ist schwer für mich natürlich mit dir jetzt ein ernstes Interview zu machen. Wir waren ja echt um die halbe Welt gefahren. Ja, wir haben sehr viel gemacht zusammen. Aber wir haben uns jetzt ein paar Monate nicht gesehen, Gott sei Dank. Jetzt haben wir uns aber wieder Neues. Ja, und wir sind uns jetzt ein bisschen fremder als vor so 3 Monaten, wo wir uns jeden Tag gesehen haben im Studio. Bei dir im Studio fast gewohnt. Ey, wir waren echt einmal um die halbe Welt. Dein Album hat echt, also das ist jetzt keine Floskel, ich war dabei, es gibt Videomaterial. Ja, du hast dein Album um die Welt aufgenommen. Ja. Guck mal, ich weiß das alles, aber ich frag das für die Leute, warum machst du diese? Weil es ging auch wesentlich günstiger. Klar, auf jeden Fall, aber das ist halt, für die Leute, die es nicht verstehen, ja, das ist jetzt auch keine Floskel, aber für mich ist es halt sehr, sehr wichtig, so quasi, Rap ist dreidimensional geworden, ja. Für alle Leute, die jetzt unter 25, unter 23 sind, die werden das gar nicht verstehen, weil für die ist so ist das normal, ne? Das Image und das Visuelle von einem Künstler, das hängt damit zusammen, weißt du, aber für Leute quasi so aus der bisschen älteren Schule, früher, für uns gab es halt nur die Musik und das war's dann, ja, aber jetzt inzwischen gehört halt sehr, sehr viel dazu, da gehört die dritte Dimension dazu, das ganze Visuelle, das, was du machen willst und da, wenn du da was krass machen willst, musst du entweder investieren, oder du hast fette Nutten und schiebst den Dildos in den Arsch. Ja, weißt du, ich meine so, also, einfach du machst so, weißt du, so, Grüße raus an Abu Krug. aber auf jeden Fall, das ist halt so quasi die Wahl, die du hast. Entweder du machst halt wirklich krasse Kunst und investierst wirklich alles, was du hast. Und für mich war das halt der Weg, weißt du. Und wie gesagt, ich habe halt Glück, als Independent-Künstler verdient man halt viel mehr an der Musik. Und daher wenn ist halt wenn auch, es sich verkauft, das Investment ist ja auch höher als Independent. Als Indie ist das Investment, nee, das gleiche ist Investment. Also, wie meinst du jetzt? Das Risiko ist höher. Das Risiko ist höher, Major klar. Bei tragen die das ja. Klar, ja. Trägt die Plattenfirma das und du kannst halt sagen, ja gut, ich hätte jetzt gerne ein Video nach Los Angeles und wenn es im Budget ist, macht man es. Wenn es sich nicht gelohnt hat. Ja, aber am Ende sind auch Major-Firmen so, dass die halt nicht dumm sind. Das heißt, die werden nicht alles auf ihren Nacken. Weißt du, was ich meine? Das heißt, am Ende zahlt trotzdem einfacher. Der Künstler. Ist einfacher, ein bisschen. Ja. Ich war ja dabei in Japan, du hast auf der einen Seite. Hast du schon eng kalkuliert? Du, vor allem kannst du das. Ne, das ist ja auch eine Sache, die man. Dankeschön.
Ja, danke, alles gut. Das ist ja eine Sache, die lernt man ja auch mit der Zeit. Ne? Als Labelchef ist ja auch nochmal was anderes als Musiker. Nun bist du aber in der Szene nochmal bekannt und beliebt als der du bist, Musiker. Man sagt auch immer, Raff gleich Musiker, er ist nicht nur Rapper. Viele rufen dich an und wollen von dir auch Ideen haben. Ne? Immer wenn ich in der Studio war, hat immer irgendeiner angerufen, wollte nicht nur ein Beat, sondern Raff, ich bin in der Krise, ich brauche einen Song und so. Das war mir vorher nie bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste zwar immer, du bist der Typ, zu dem alle hingehen, was Mischen angeht, Mastern oder mal eine Gitarre einspielen, aber ich wusste nicht, dass die Leute Songideen von dir wollen. Jetzt ist aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ja, jetzt bist du Labelchef. Jetzt fährst du nach Japan, du hast mich eingesagt, du hast den Kameramann eingesagt, du hast, weißt du, das ist noch ein Kopfhick. Geht da Musik nicht dabei drauf? Weißt du, was ich meine? Ich habe halt die doppelte Arbeit sozusagen. Mir macht das eine halt auch sehr viel Spaß, vor allem wenn ich Labelchef für mich selber bin. Und in Japan war ich halt quasi, weißt du, ich bin mein eigener Chef. So. Das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann. Wie gesagt, natürlich, es kostet alles sehr viel Zeit, aber für mich ist mein Traum, ist, dass mein Label einmal für etwas steht, was wirklich heißt Kunst im Rap. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, dass jeder, der auf meinem Label drauf ist, den Stempel bekommt, dass das jemand ist, der Kunst macht. Und nicht irgendeine platte Scheiße, die halt quasi jeder Kappenhans machen kann, der da vorbeiläuft, weißt du? Also du würdest sagen, in Rap-Szene würdest du schon unterscheiden zwischen Rap, ich will jetzt nicht sagen einfacher Rap, aber Rap als bisschen so als Sport, ne? Punchline, genau, ja. Rap. Aber das ist auch Kunst, also auch Punchline ist dann, okay, Kunst. Was ist denn dann nicht Kunst? Naja, das oder Ding, du sagst, ist, meinst, Geldmacherei. Okay. Einfach darum geht es so quasi, so ein typischer Kollege, wo mir viele sagen, wenn ich sage, ich finde den gut, sagen die so, ja wie, der macht ja voll nur die Blablabla, das ist Blödsinn, das ist einfach Kunst, das ist Mathematik, was der macht, weißt du? Der macht halt damit Geld, weil er halt das Ganze rundherum, den Spaß, den Witz und so weiter drin hat, genauso wie Farid. Ja. Mhm. Aber im Grunde genommen sind das trotzdem Leute, die das, was die machen, lieben und fühlen, und das hörst du auch in der Musik. Aber es gibt auch eine Menge an Rapper, die einfach, das sind Produkte, weißt du, was ich meine? Die fühlen das nicht. Es ist gezüchtet, und die wollen einfach nur quasi irgendwas runterrappen, damit die einen Release haben, damit die ein Video dazu drehen können, damit die krasse Promo machen. Danach machen sie halt als Promo irgendwas, was halt nichts mit der Musik zu tun hat. Weißt du? Wir kennen alle diese Leute. Du kennst alle diese. Ich kenne alle. Aber in diesem Fahrwasser vom echten Rappern mitfahren, ne? Auch Fame haben, auch bei Instagram Weibern schreiben, diese Filme. Ich verstehe, was du meinst. Aber. Würdest du sagen, hast du es schwerer als so ein Kunstprodukt? Ja, 100.000%ig. Ganz klar, ich hab's deswegen schwerer, weil halt auch die ganzen, also schwerer. Schwerer klingt negativ. Ja. Mir ist scheißegal, ich bin sehr zufrieden und ich klopfe voll. Und du warst mit mir unterwegs 1,5 Jahre. Mein Leben ist, ich danke Gott für mein Leben. Weißt du, sag das nochmal, ich war wirklich 1,5 Jahre. Ja, das stimmt. Ja. Quasi auf Tour für dein Album. Ja, sozusagen. Und trotzdem hast du nebenbei... Ja. Die EP, die schwarze EP, weiße EP, mein Album, Schwarze Materie, Doppelalbum. Und Joschs Album. Also, viele. Das war ich. Ja, apropos Joschs Album. Guck mal, als wir mit Josch in Las Vegas waren, und da waren wir doch auch Red Canyons. Ja, genau. Da hast du auch was gedreht. Kommt das noch? Ist das schon verwertet worden? Ach, das hatten wir, das waren diese Snippets, die ich da immer rausgehauen habe. Das war für nichts so Snippet. Weißt du, ich habe um die weiße EP zu promoten, habe ich immer so Snippets gemacht, weißt du? Ja, genau. Aber Making Off, die Videos, die ich rausgehauen habe, da ist mir das eingefallen, dass du da auch noch was gedreht hast. Weißt du noch, als wir in der Wüste waren? Ja. Weißt du, als man schreien konnte, was man will? Ihr werdet niemals erfahren, was wir da gesagt haben. Es war einfach so... Wir haben einfach jeden beleidigt, den wir schon immer beleidigen wollten. Einfach ganz laut, ohne Konsequenz. Eigentlich hat es nur Ruth gemacht. Wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, mein Gott. Aber hättest du nicht auch gerne da jemanden? Eigentlich schon, aber das Ding ist halt, ich habe so das Gefühl, wenn ich so in der Wüste stehe und einfach... Du hast so Pech. Sterb so, Auto fährt vorbei, so was. Oder Josi macht gerade Snapchat, hey, kann ich dich snappen? Aber das Ding ist halt, ich denke mir halt so, also ich muss auch sagen, in mir verwurzelt, genauso wie bei dir, ich weiß, es ist Spaß. In mir verwurzelt ist kein Hass gegen niemanden eigentlich. So, weißt du, ich glaube, wenn ich so einen krassen Hass hätte, dass ich in die Wüste fahren will, um den seine Mutter zu beleidigen, so, weißt du? Dann würdest du es ihm schon sagen. Muss das genauso, weil das ist nicht mehr da, so, weißt du, im Herz, solche Hasssachen, das ist nix. Jetzt muss ich sagen,
Du sagst dann, diese Hasssachen sind nicht, ich kenne dich, du bist echt auch keiner, der lange jemanden hassen kann. Du versuchst immer nach vorne zu schauen. Trotzdem ist deine Mucke, wenn man dich beobachtet, wenn man deine Alben hört und auch jetzt, ist schon manchmal Schwere drin, eine gewisse Schwere drin. Was kann man sagen jetzt, ich will jetzt nicht so, also nur Homo, aber was verarbeitest du in deiner Musik? Kennst du diese Fragen so? Ja, ich weiß, ja, aber ja. Irgendwie, aber es gibt ja irgendwas, woran du immer... Ja, leider sind das halt auch gute Fragen so, ja, die klingen halt nur so beschissen. Ja, das ist so, das ist halt auch so wie so, ja, was inspiriert dich, ja, deine Musik zu machen? Das ist auch... Ja. Ist eine gute Frage, eigentlich ist halt so abgedroschen. Genau, so, ja, man hat keinen Bock, die zu stellen. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, ich meine, in Japan hast du mir gesagt, du hast ein beklemmendes Gefühl, was gerade in Europa abgeht oder auf der ganzen Welt. Ja, genau, das war dazu der Zeit. Das hast du mir oft gesagt. Du hast gesagt, ja, voll. Und das trifft ja auch ein bisschen die Flüchtlingswelle in Deutschland, dann dieses ganze Ausländer-Ding, dann ob die Leute... Ja, Rassismus halt. Also, Rassismus. Genau, also das Ding ist, Rassismus ist genauso abgedroschenes Thema, wie zu sagen, so, was inspiriert dich für deine Songs. Das Problem ist, ich habe es gesehen, als wir in L.A. waren. Ja. Digga, ganz ehrlich, das ist halt so, Weiße ist mit Weißer, Latino ist mit Latino, Schwarze ist mit Schwarzer und manchmal asiatische Frau mit weißer Mann. Das ist halt so das Einzige, was du siehst. Ja. Und das Ding ist, ich habe halt dort wirklich gemerkt, so zum Beispiel, ich gehe rum, ich habe dann so meine Haare so und sitze und dann sitzt halt so ein Schwarzer gegenüber und man guckt sich an und ich merke einfach, es ist einfach Hass. Weißt du, was ich meine? Er guckt mich an, sagt, ist das jetzt ein Skinhead, ist das Ding da? Ja, ja. Ich gucke ihn an, denke mir, was will er von mir, weißt du, so? Die ganze Zeit so, weißt du, irgendwie so eine Spannung. Und das ist halt einfach purer Rassismus und der ist auf alle Seiten, der ist halt quasi von Moslems an Christen, Christen an ja. Nicht, ich sag, die Christen, die was gegen Moslems haben hier in Deutschland, sind keine richtigen Christen, das sind halt einfach Rechte, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem ist halt quasi dieser Rassismus allgegenwärtig und wird immer stärker. Das ist halt echt krass und in Tokio war halt nichts davon. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, das Rassismus. Oder vielleicht Identitätskrise so ein bisschen. Die Leute wissen nicht, woran sie sich sonst festhalten. Wenn dir ja nichts mehr bleibt, dann bleibt dir noch der Pass. Ich bin aber das. Oder ich bin aber schwarz. Oder ich bin aber das. Genau, ja. Das ist irgendwie... Ich hatte das Gefühl, bei Raf Camora, Raf 3.0, du hast es ja jetzt verschmolzen in ein Album. Das hast du mir ein Jahr lang gesagt, dass du das vorhast. Es ist echt, war echt krass, dich zu beobachten dabei. Es war wie so ein Stein, Typ, der aus so zwei so Skulpturen eine macht. So. Und ich habe wirklich mitbekommen, wie du auch Songs geschrieben hast, dann wieder verworfen hast. Das passt nicht. Das war ein harter Kampf für mich. Ja, war sehr viel Arbeit. Unglaublich viel Arbeit. Also ich muss schon sagen, so, jetzt bin ich auch schon an einem Stand, wo ich wirklich... ausgelockt bin, weißt du, jetzt ist schon für mich, Digga, nächste Woche geht die Tour los und danach, in 10 Tagen geht die Tour los. Wann ist nochmal Release? 15. Jetzt diesen Freitag in einer Woche ist Release. Das heißt... Und dann ist halt direkt die Tour, quasi einen Tag vor Release fängt die schon an. Wollte ich gerade sagen, aber warum machst du das denn so? Wäre das nicht naja, das Ding ist halt so, wir haben das im Vorhinein, man weiß ja nie, wann das Album wirklich kommt, so, weißt du? Und das Ding ist, wir wollten das halt mit Taste zusammen machen, weil der ist ja auch bei uns im Booking, bei uns im Verlag etc. So eine kleine Tour einfach, weißt du, weil das Ding ist, jetzt blöd gesagt, jetzt habe ich den Arsch offen sozusagen, wenn ich jetzt sage, ist die letzte kleine Tour und die nächste. Aber wir wollten das halt wirklich so machen, jetzt noch so eine kleine Clubtour zum Album. Allerdings dachten wir, das Album kommt früher. Ja? Weil, damit die Leute die Songs schon gehört haben. Genau. Und so. Warst du nicht, nein, du warst beim Dämonen-Videodreh, warst du gar nicht dabei. Eigentlich hätte meine Promo losgehen müssen am 1. Januar, weißt du, mit Ghost. Haben wir nicht geschafft, deswegen sind wir später gekommen, deswegen ist halt die Tour, geht los einen Tag vor Release, ist egal, ich meine, es ist, wie viele Dates sind es, 5? 7. 7 Dates. Es ist eine kleine Tour. Und ich denke, das ist wie so eine erweiterte Release-Party, weißt du? Dann du triffst einfach die Leute, weil du warst auch schon lange nicht mehr live. Genau, das ist das. Das freut mich sehr, Alter. Gott sei Dank. Man weiß, live, brauchen wir nicht reden. Du bist einer, der Jani, der kann live. Ich bin einer, der springt. Ja, du kannst. Und du ein kannst Springer. Auch. Auf einmal nimmst du deine Gitarre und spielst da. Also diesmal mache ich ohne Gitarre. Diesmal machst du ohne. Ohne Gitarre. Bist der Ghost, Bruder. Ghost. Aber sag mal, können wir, ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, darüber zu sprechen. Über die Albumtitel? Ja, können wir darüber sprechen? Ja, sprechen. Also die Leute müssen wissen, wir haben fast ein Jahr Albumtitel durchgegauen. Ne? Immer WhatsApp-Gruppe. Bruder, ich will vielleicht das machen. Da war so schlimm. Weißt du, was der schlimmste Albumtitel war, Bruder? Motorherz. Nein, aber sag mal.
Sag mal, das war das schlimmste Album. War das Motto-Herz? Ja, ja, ich finde Motto-Herz. Nee, es war erst Herz. Erst hast du gesagt, ich will Herz machen. Genau. Dann haben wir alle gesagt, also, Herz. Das hat Motrip gesagt. Ja. Weil das war eigentlich, Motrip war im Studio, also für die Hörer. Und wir hören so das Album und ich habe schon, als Motrip gekommen ist, so fünf, zuerst hieß es Robotik. Dann hieß es Schwarze Materie. Dann hieß es irgendwas anderes, weiß ich nicht mehr, dann hieß es Zukunft, ganz lange. Ganz lange über Zukunft. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ist voll der Quatsch, weil eigentlich, Digga, was soll das aussagen, Zukunft? Das ist nur für die... Zu einfach so. Blödsinnig irgendwie so, weißt du? Und dann kommt halt Motrip und Motrip hat bei Hoch 2 auch den Albumtitel gefunden damals. Dann hast du gedacht, er macht wieder. Er macht wieder, ja genau. Und dann spiele ich halt so das Lied vor und irgendwie kommt Motrip drauf und meinte so, ja, ey, irgendwie würde ich das Album einfach Herz nennen. Ja. Und er hatte gerade sein Album Mama, was voll durch die Decke geht und ich dachte mir, okay, vielleicht ist das wirklich nicht schlecht, so was simples, einfaches Herz, weißt du, so ist gut. Dann so mit robotisches Herz so. Aber danach, irgendwann habe ich mir halt auch so gegoogelt, wer alle sein Album schon Herz genannt hat, Alter. Und das war einfach, jeder Schlagersänger hatte sein Album, was Herz heißt, weißt du. Dann Rammstein, Herzeleid, bla, und dann irgendwann war es so... Dann haben wir erstmal angefangen bei WhatsApp so Variationen von Herz. Dann hat jeder, irgendwann hat das keiner mehr ernst genommen. Das war nur noch Running Gag. Dann war nur noch so, mach doch Motorherz. Nee, nee, Motorherz war dann tatsächlich von mir dann. Halb ernst. Du hattest so ganz viele komische Herzen. Was hatte ich gehabt? Habibi-Herz und so. Wir haben echt alles... Jedes Herz, was es gibt. Dann gab es noch Kunstherz und so weiter. Und danach hieß ja, danach hieß kurz Motorherz, danach hieß es Motor. Ja. Weil dann hat sich ja Casper, das war so die paar Mal, wo Casper mit dem Training war, da im gleichen. Falls du es siehst, Casper, man sieht dich nicht mehr im Fitnesscenter. Auf jeden Fall, da meinte ich zu ihm so, hey, wie findest du Motorherz? Und er meinte, das ist eigentlich scheiße, aber Motor ist nicht schlecht. Ja? Und Motor steht auch für eine Metapher für Herz. Da dachte ich mir, okay, ja, ist ja, irgendwie gar nicht schlecht, ja, ja, so ein Motor und so. Und danach fand ich aber Motor irgendwann auch wieder scheiße, dann hieß es wieder Zukunft. Und dann bin ich quasi schon am Weg, da gab es schon das Cover, Zukunft, alles, Cover war fertig, alles war fertig. Deswegen hat die Promo auch ein bisschen gedauert. Digga, weißt du, wie es noch hieß? Das war ganz zum Schluss, das wusstest du gar nicht mehr. Gib dir den kurzen Albumtitel. Roboter, Raben, Bomben und Balladen. Ich meine, der ist geil, weißt du so, aber der ist halt... Aber warte doch, du hast mich einmal angerufen, und hast du dir das gesagt, kurz vor Jamaika, da hast du gesagt... Bomben und Balladen. Ja genau, Bomben und Balladen. Das war eigentlich Roboterraben, Bomben und Balladen, aber es war riesig. Du so Bomben und Balladen, ja nicht genau. So. Und dann kam Ghost einfach. Und dann irgendwann, ja, ich habe das auch erst beim Release Newsletter, ich so, jo, heißt wohl jetzt Ghost. Ja. Dann habe ich noch Josh geschrieben, jo, heißt das jetzt Ghost? Er so, weiß nicht, Bruder. Ich hab's noch ganz genau. Er hat mir einfach geschrieben, weiß nicht, Bruder. Dann habe ich ihm geschrieben, wie lange musst du noch kacken? Also ich komm gleich raus. Ist einfach immer... Nein, aber ey, das war echt krass. Also ich finde das aber wirklich, wirklich jetzt, das ist jetzt, das hätte ich jetzt vielleicht bei jedem Titel gehört, aber vom Gefühl passt es. Wie die Faust aufs Auge. Weißt du, wie das passiert? Genau, und weißt du, wie das passiert ist? Ich war im Auto mit meiner Schwester, meiner Cousine, alle möglichen Leute quasi, so meine Familie, ja, und spiele halt quasi mein Album vor. Und meine Schwester ist ja immer so quasi wie ich, nur als Mädchen, weißt du, so, und immer sehr ernst und sagt so, lass mich mal die erste Single nochmal hören. Und ich spiele so vor Dämonen und spiele hier vor Noah. Und sie sagt so, ganz ehrlich, das ist nichts, was wirklich so reinhaut. Und ich sag so, ja, so, so. Und ich so, ja, irgendwie hast du schon recht, so Dämonen und Dinge als erste Single, das ist jetzt nichts, wo ich so Boom mache. Ja. Und dann hatte ich halt meinen Song Ghost, weißt du. Und dann habe ich den gehört und mit im Namen des Vaters und dann in meinem Alpha bam, 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 das ballert. Und alle meinten im Auto, ey, so ganz ehrlich, so das bleibt sofort im Kopf, Alter, weißt du, so. Egal, das ist jetzt keine kommerzielle Single oder nichts, aber es bleibt im Kopf. Und ich habe den halt auch so mies gefeiert, den Song. Ja. Und ja, und danach, halt wegen dem Konzept, ich hatte ja die Idee, die Album-Idee hatte ich schon viel früher. Es war einmal so, dass ich in Amsterdam war und ich kiff ja eigentlich nicht, ja. Und da hatte ich einmal gekifft. Richtig starkes Weed und ich habe mich so auf so eine Brücke gesetzt, wo Leute überall vorbeigelaufen. Das war bevor ich nach Tokio geflogen bin. Ja. Und ich kiff so einen Sitz und Leute laufen an mir vorbei und keiner nimmt mich wahr, weißt du so. Und ich denke mir so, krass, ich sitze hier wie so ein Geist. Und plötzlich sogar so drei Mädchen setzen sich neben mich so, berühren mich sogar so, aber nehmen mich nicht wahr. Krass. Und ich denke mir erst, was ist da los? Weißt du, ich bin wie so ein Geist. Und dann habe ich mich angefangen reinzuflashen und habe halt so die Welt beobachtet und mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich so ein Ghost, weißt du, so quasi
Und das passt halt auch sehr gut zu mir, weil du weißt, wie ich lebe, weißt du? Ich habe keinen Bock auf High Society Partys für mich, ich verachte das. Ja, unglaublich, ich habe vor ein paar Tagen das jemandem noch erzählt. Ja? Ich habe jemandem gesagt, ey, weil wir haben, pass auf, es gibt einen, ne, ich nenne keinen Namen, du weißt, er ist auf allen, er versucht überall und alles. Da habe ich gesagt, ey, Alter, das nervt schon voll, ne? Und dann habe ich gesagt, ey, guck mal, der Raff ist 8 Jahre in Berlin, er hat letztens erst Savas gesehen, zum ersten Mal. Ich so, verstehst du, er ist nicht hinter Leute, er macht sein Ding. Ja, mein Ding, hundertprozentig. Ja, aber es ist ja auch eine gewisse Art, connecten ist ja auch, gibt einen Sicherheit, man hat das Gefühl, ich habe keinen Bock. Wirklich, ja. Ganz ehrlich, ich connecte mich für die Musik, ja. Wenn ich wirklich jemanden krass finde, dann connecte ich mich für die Musik, aber alles andere, Digga, ich habe genug Freunde, ja. Ich habe, weißt du, du konzentrierst dich halt auf deine Mucke. Ich habe keinen Bock. So, jetzt ist der Echo. Weißt du, was ich gemacht habe? Dicker, weißt du, was ich gemacht habe für ein Echo? Schon im Vorhinein hatte ich eigentlich gebucht 3 Tage Ostsee. Genau auf das Datum. Damit, falls jemand fragt, Bruder, ich bin gerade am Meer. Leider Gottes muss ich jetzt halt nach Amsterdam und nach Wien so, weißt du, drehen und so weiter. Aber ansonsten, so, Dicker, als ich Echo nominiert war, es war für mich die Hölle, auf Erden dorthin zu gehen. Aber warum? Warum? Was ist das Ding bei dir? Es ist einfach, man ist nur eine Nummer. Ich habe da auch einen Song im Album drüber, man ist einfach nur eine Nummer. Die Leute gucken sich an, wie viele YouTube-Plays hast du, wie viele Facebook-Plays hast du, wie viel Umsatz machst du, wie viel verkaufst du. Und dementsprechend behandelt man dich. Weißt du, was ich meine? Und das, Digga, da sogar der... Da spürst du am meisten, wie austauschbar man ist. Natürlich, ne? Alter. Und du merkst halt einfach so quasi, inzwischen ist es nicht mehr wie in den 70ern, wo du in den 70ern hat jeder noch für die Kunst. Und dann, Digga, da kam ein Typ, der 3 Platten verkauft, aber einen krassen Song gemacht. Ja, ja. Und die Künstler untereinander haben gesagt, ey, das war wirklich krass. Ja. Inzwischen ist es halt so, Digga, und es ist halt auch die Hälfte gefaked. Weißt du, was ich meine? So, und dann kommt halt der, der irgendwie so irgendwas hat und geht so rum. Und da, ich habe einfach keinen Bock darauf, weißt du, so, weil vor allem so, ich rede mit Leuten und ich weiß ganz genau, worum geht's da hier. Das geht um nichts. Weißt du, was ich meine? Und deswegen sage ich, ich habe meinen Kreis, der ist eng, der war immer, weißt du, so, wir verstehen uns. Hamudi ist mein Bruder, weißt du, so, Momo ist mein Bruder. Josh, alle, weißt du, wir sind eng, weißt du, und ich habe keinen Bock auf den Rest, überhaupt nicht, Alter. Das ist für mich ganz, 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 wirklich absolut nicht meine Welt, Alter. Ja, also dass diese High Society Party und Echo und so, ne, das verstehe ich voll, aber auch von dem Rest der Rap-Szene hältst du dich auch fern. Also das meinte ich vorhin mit Savasch so. Der, also kurz die Geschichte zu erzählen, die brauchten dein Studio, die haben mal was aufgenommen bei dir. Genau, ja, ja. Dann habe ich dich, dann habe ich noch zu dir gesagt, ich war ja da und dann habe ich gesagt, genau, ja cool, Savasch kommt easy und so. Ja, genau. Dann hast du gesagt, ja, ich sehe ihn zum ersten Mal. Ja, genau, so, wie kann das sein? Wir sind 8 Jahre in Berlin und so, und er ist ja nicht irgendeiner. So, ja, man, genau, man wird, und dann habe ich, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass du null Interesse hast, künstlich zu connecten. Ja, wenn es kommt, dann kommt. Dann kommt. Aber also würdest du das auch den Nachwuchsleuten sagen? So, oder? Es kommt drauf an, was... Sagen, connecten. Es kommt auf dein Talent an, weißt du, so quasi... Wenn du ein Typ bist, dem alles scheißegal ist, der gerne Alkohol trinkt, gerne Drogen nimmt, gerne so ein Partyboy, dann geh und connecte dein Leben. Das Josh. Oder glaubst du mir, dass ich im gleichen Moment, wo ich es gesagt habe, so diese Prinz Charles nach Hause tragen. Digga, genau so. Dann geh und connecte dein Leben, Digga. Du bist eh nicht der Typ auch, ne? Überhaupt nicht, Bruder. Wisst ihr, guck mal, wenn ich in einem Club bin, was mache ich in einem Club? Oder Whisky pur. Oder ich sitze ganz hinten irgendwo in einem, in dem Bereich, wo es dunkel ist, so Ding. Oder hinterm DJ, wo ruhig ist. Und das bin ich im Club. Weißt du, was ich meine? Ich habe keinen Bock. Du wirst mich sehr, sehr, sehr selten sehen. Ja, darf ich was zu deinem Tagesablauf sagen? Man, dein Tagesablauf ist wirklich krass für einen Rapper. Du bist so dieser 7 Uhr Aufstehtyp, Training 2 Stunden. Und dann bist du schon im Studio. Wenn ich ins Studio gekommen bin, da warst du schon fertig mit 2 Songs und hast mir immer vorgespielt. Es war wirklich krass. Du hast schon dann immer 2 Songs gehabt. Du machst immer, also ich muss sagen, ey, Respekt an deine Arbeitshaltung, wirklich. Also, danke, Bruder. Aber wie gesagt, es macht mir Spaß. Also es ist halt so, dass für mich, weißt du, was ich mache? Manchmal, wenn ich Gebete mache oder wenn ich mich konzentriere und meditiere oder sowas, dann danke ich jeden Tag, ich gehe schlafen und ich freue mich, dass ich am nächsten Tag aufstehen kann, Kunst machen. Ja. Ich habe meine Raben im Kopf, ich habe meine Sachen, ich verarbeite, was ich sehe, ich komme auf krasse Themen. Und durch die 3. Dimension, die jetzt gekommen ist, mit diesem ganzen Film-Scheißdreck, du kannst voll verrückte Sachen machen, Alter. Ey, also macht das ja auch Spaß, ne? Natürlich, Digga. Ja, weil viele sagen immer, früher war besser. Nein, also, mir macht es mega Spaß, Alter. Ey, bei Ghost, ich habe mich da, weißt du, so, ich habe meinen Film gelebt, so wie ich...
so wie ich, weißt du, das, was ich fühle, ich habe mein Inneres quasi in Bildern verpackt. Ja. Weil genau das bin ich, das, wie man das sieht im Video, das ist mein Inneres, weißt du? Apropos Inneres, also ne, wir haben vorhin über deine Wandlung gesprochen von 3.0 in Camorra und 3.0 in RAF, jetzt in Ghost. Apropos wollte ich vorhin sagen, ich glaube Ghost, ist das nicht auch Ghost in a Shell? Ja, so, ja, klar, ne? Natürlich. Klar, ne? Ja, ja, weil ich muss sagen, immer wenn ich auf deine Couch geschlafen habe, war ja immer diese DVD Ghost in the Shell und wir beide sind große Fans. Ja, ja, mega. Und es hat mich wirklich gefreut, dass ich gesehen habe, dass du auch davon, Fan bist. Und noch von einem anderen Manga habe ich auch geklaut. Sag. Akira. Ja, was hast du geklaut? Aber von Akira ist ganze Welt beeinflusst. Ja, aber ich habe tatsächlich wirklich, also ich habe den Schriftzug, so, also dieses Hinagama, was da drauf ist, also das war von Akira, so quasi. Das war eigentlich auch eine Andeutung an Akira. Ich wollte es eigentlich so machen, dass jeder das checkt und ich habe erwartet, dass jeder schreibt, oh, Akira, geil. Ja, das Ding ist, Akira ist so alt schon. Digga, kein Mensch kennt es. Ich habe letztens Leute getroffen, mit denen über Manga und so geredet und dann habe ich denen gesagt, ich habe schon früh Manga geguckt und dann sagen die so, ja, wir auch und so, wir sind voll Manga, voll im Game. Und dann sage ich so, was habt ihr denn, womit habt ihr angefangen, sage ich so voll, ja, Dragon Balls. Aber Dragon Balls gibt es lange, ne? Ja, ist auch seit 84 stimmt, schon, ne? Stimmt, das stimmt, aber ich glaube, die meinten, wenn du über Anime redest oder über Manga, ist ja mal so ein Unterschied. Was, was meinst du? Weil als es nach Deutschland gekommen ist, Dragon Ball, Dicker, da habe ich schon Akira geguckt. Da habe ich Fist of the North Star aufgesaugt. Ghost, ich war in Frankreich als Jugendlicher, also als Kind. Es kam also sehr spät in Frankreich nach Deutschland. Da war ich 4 Jahre alt und ich habe Dragon Balls geguckt. Es kam nach Deutschland ja alles viel später. Voll. Ich habe einfach Glück gehabt. Ich hatte ein, zwei Freunde, die unfassbare Asia-Fans waren. Und das ist alles wegen Kung Fu und bla und dann Chinese Ghost Story und diese ganze Geil, war. Dann bin ich darauf gekommen. Auf jeden Fall nochmal zurück. Du hast diese Wandlung, jetzt hast du das auf ein Ding gebracht. Ich war wirklich live dabei, wie du gekämpft hast, wie du Songs verworfen hast, wie du auch abgefuckt warst, wie du auch glücklich warst. Zum Beispiel So Lala. Jetzt die Tage kommen. Ich schwöre, es macht mir wirklich Spaß, mit dir dieses Interview zu machen. Wirklich, ich schwöre es dir, weil du hast das mitbekommen. Ja, ich war dabei. Digga, kein anderer wird es merken. Wirklich, nur du bist der Einzige. Man glaubt nicht, du warst dabei. Es freut mich wirklich sehr. Dankeschön, danke. Nee, es freut mich auch, dass ich dabei sein kann. Also, aber mich freut, dass du da bist. Es freut mich aber mehr so. Aber ich weiß noch, meine Frage war, bist du jetzt zufrieden? Ist das jetzt das Ding? Also, wenn du schon kurz so lala... Ist das Album deiner Karriere so die Frage? Ganz ehrlich, für den Moment, ja jetzt gerade. Pass auf, ich habe bei der schwarzen EP, sage ich am Anfang, ich nehme den Mond als Megafon und fick die Welt, bis die Welt mich liebt. Das sage ich, weil... Irgendwann in einer ganz schlimmen Krise bin ich aufgewacht und habe Google eingegeben, RAF Camora, und habe mich überall gesehen und dachte mir so, ich kann diesen Typen nicht mehr sehen. Ja. Der nervt mich, vielleicht kennst du das von dir auch. Du siehst mich so mit Haare und so Ding und irgendwann gehst du dir selber am Sack. Und ich sehe mich so und denke mir, was für ein Scheißdreck, Alter. Boah, Selbsthass ist gekommen. Ja. Und dann quasi war das musikalisch für mich eine große Frage, wann bin ich zufrieden mit einer Sache? Und für mich war das so, wenn man mir sagt, mach eine CD, du hast einmal die Chance, mach eine CD und die soll die ganze Welt hören. Okay, ja, okay. Gut, weißt du, was ich meine? Und das ist das Ding. Und für mich war Ghost, ich habe damit immer gearbeitet. Ja. Wenn man diese CD gibt, dann muss man sagen, das ist das, was ich kann. Und auf Ghost ist es 100% so, Digga, ich habe... Also sorry, wenn ich jetzt... Also ich bin so... Aber wirklich, ich bin wirklich von dem Ding, ich bin sehr froh, ich habe... Meine düsteren Sachen habe ich gezeigt, was ich kann. Ja. Ich habe Schlangen drauf. Die neue Version hast du nicht gehört, die ist unglaublich. Das ist so wie Schwarze Rabe, nur auf 2016. Dann ist Ghost super düster, dann Dämonen, so ein ähnlicher Song wie Fallen, weißt du, dann ein Song, der so quasi in die Balladenrichtung geht, habe ich Kaleidoskop, dann habe ich sowas, was ein bisschen, ich nenne das immer, ich vergleiche es mit anderen Songs, weil man sich leichter was darunter vorstellen kann. So in die Wie kannst du nur Richtung, habe ich einen Song, der ist Panzer. Ich weiß nicht, ob den kennst du sicher, aber nicht die aktuellste Version. Also, wie gesagt, ich habe von all dem, was ich kann, weißt du, auf jeden Fall richtig schön abgeliefert und bin so krass zufrieden, Alter. Ich habe es gestern halt gehört, wieder bei Hotbox von 16 Bars. Da habe ich das reingehört, das Album war wirklich, Digga, ich war zufrieden, Alter. Weißt du, das war ein sehr schönes Gefühl, auch als ich die Box, Alter, weil da haben wir sie schon. Ja. Die war im Büro, ohne dass ich es wusste, Digga. Weißt du, wie es ist im Büro. Ich so, Hamudi, kann das sein, dass die Box schon da ist? Bruder, ich weiß nicht, ich frag mal. Ich guck mal nach. Digga, irgendwie war die dann da und als ich die aufgemacht habe, ich schwör's dir, ja. Das war wie so,
Ich habe mich zurückhalten müssen. Also ich war wirklich schon emotional. Du warst glücklich, ich ja? war emotional. Aber das freut mich. Es war auch viel Arbeit. Digga, es war wirklich Arbeit. Ja. Und jetzt gucken wir uns das zusammen an. Yes. Schau, du erinnerst dich da, wo wir yeah. da so in Tokio. Ah, da sollen wir die Geschichte Sachen. Mal erzählen auf dem ja. Dach. Ah, Digga, das war so hart, Alter. Ja, da kommen wir gleich noch zu, nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall, das ist halt die Box. Guck mal, was wir da drin haben. Also halt erstmal die Box, dann habe ich das T-Shirt. Ah, genau, ja, genau. Cool. Da ist das T-Shirt, so auch halt in diesem ganzen Ghost-Style mit diesen Dingern, siehst du? Das zieht auch sich in halt Corbeau-Stil, ne? Dieser Rabe. Genau, Corbeau-Stil, aber das ist halt Merchandise, das ja, ist jetzt ja. nicht für ja, die Klamotten. Nee, ich meine nur der Rabe. Genau, ja. Also halt ein T-Shirt drin ja. und dann halt einmal die Doppel-CD, Digga, schwarze Materie, ja. also Camorra-Seite ja. und 3.0-Seite, so mit 8 Tracks pro Seite. Dann Instrumentals halt, gehört eigentlich zum guten Ton inzwischen. ja. Dann ein Autogrammkarte. Oh, das sehe ich schon mit Hand. Das Digga, 5000 gedauert, Stück, ne? Alter. Richtig heftig. Oh, diese Bänder hat er zu. Dann hier so Poster, so kleines halt. Und jetzt kommt gleich der Shit. Warte, du wirst staunen, weil ich weiß nicht, ob ich dir davon Na, erzählt habe. Alter. Da ist halt quasi noch Corbeau Lookbook, so quasi zu meiner Kollektion da, diese ganze Ding, weißt du? Ah, nice. Sehr schöne Fotos. So ist halt so die für den Shop. Und jetzt kommt der Shit, Alter. Oh shit. Ghost Notes. Krass. Du hast so, mir davon erzählt, ich hab's nie gesehen. Das ist so quasi wie, guck jetzt, das ist halt wie Akira, weißt du? Ja. Das Ding. Und da habe ich halt, okay. Ja, das ist halt alle Erklärungen zum Ding. Da hast du halt quasi mein Team ein bisschen, so Hamudi. Da, die ganzen sind alle drauf. Nice. Und da hast du halt alle Texte plus den Notes, weißt du, so wie du der Song entstanden ist, was passiert ist. Und dann gibt's halt auch jede Menge so quasi, da ist Ghost in Tokio. Weißt du? Geil. Okay. Das hast halt hier so quasi da in Tokio ein paar Sätze, Fotos und so weiter. Das hast du dann mit Jamaika, nee, Barcelona. Ja, und so weiter und so fort. Hier Jamaika, Fotos mit Bones. Ja. Dann hast du so, ja, hier so Skizzen, wie ich quasi das, da waren die alten Albumtitel, da war dann zum Beispiel, das hier ist das, quasi die Skizze, die ich dazu gemacht habe, weißt du? So wie ich mir halt quasi vorgestellt habe, ist oben gezeichnet und dann wie es halt dann rauskam und so. Also der komplette Entstehungsprozess ja, ist da drin. Mega. Ist echt, Alter, sehr, sehr zufrieden damit, man. Wirklich. Und da halt das, worum es eigentlich geht, ist, ja, genau. Das ist die CD. Das ist die Ghost-CD mit dem Gewinnspiel drauf. Ah, okay. Darüber reden wir gleich nochmal, was da drauf ist. Das habe ich gleich mitbekommen. Yes. Hammer, Alter. Alles schön, oder? Schön. Ja, ich hab dich selten so stolz gesehen. Oder? Ich denke, ich bin wirklich stolz. Ja, ich merke das schon. Weil sonst bist du schon, sonst bist du halt, ich kenne dich halt als jemand, der kritisch ist, der selbstkritisch sehr ist. Ne? Du bist keiner, der, ich bin der Geilste, nein, das nein, ist nein, der Geilste, nein, das ist gar Geilste. Nicht. Ich bin nein, jetzt ich einfach bin, nur glücklich. Ja, ich bin auch froh, dass du mal wieder glücklich sein kannst. Ja, danke. Wie du damals zum Beispiel auf diesem Dachfoto, da warst du nicht so glücklich. Nein, sag mal die Story, Mann. Ja, darf ich erzählen? Ja, erzähl. Wo du mich einmal fast umbringen wolltest. Ja, ja. Wenn du so rumgelaufen bist. Also man sieht das jetzt auf dem Bild nicht, das ist so sehr klein. Du bist da auf dem Dach. Und ich weiß, du hast einen unfassbaren Höhenangst. Ja. Ich eigentlich auch, aber ich fand so krass, dass dein Höhenangst meinen so übertrumpft hat, aber as fuck. Ich wusste es gar nicht. Ja, du, ich wusste also, du es davor von nicht. Dir selber nein, nicht. Nein, wusste ich nicht. Auch nie auf Kirmes und so gemerkt? Nee, also ich habe das bei Achterbahn und so habe ich das nicht. Das war dort das erste Mal, okay. Ich schwör's dir. Aber wir waren auf einem der höchsten Gebäude, die wir finden konnten. Mhm. Und ich, wir waren so gefühlt 5 Meter vom Rand, so, also nicht so, dass man so. Ja, aber keine Absperrung. Nee, das es war stimmt. Problem. Es war keine einfach, Absperrung, es ging gleich so. Ging runter. 1000 Meter runter. Es war so wie hier einfach, als würdest du da einfach, stehen. Und zack. Und ich bin ein bisschen so rumgehopft, aber 5 Meter. Also, ja, du hast dich sogar an den Rand gesetzt. Ja, einmal habe ich mich an den Rand gesetzt, aber hingelegt, also nur so gesetzt und so geguckt. Ne? Und ich wollte so meine Angst überwinden, ich hatte sehr viel Angst. Und irgendwann hast du mich so gepackt und du hast so fest zugedrückt, du hast es selber gar nicht gemerkt. Du so, Bruce, hör jetzt auf. Ich weiß, du magst mich ärgern, aber hör jetzt auf. Und ich war so schockiert, weil ich dann erst gemerkt habe, dass es voll ernst war. Digga, ich war so die ganze Zeit, weißt du, was mich noch mehr abgefuckt hat? Michelle. Warum? Weil Michelle stand einfach da mit diesem riesigen Ding am Rand und Wind weht ihm dieses richtige Reflektor so fast runter. Ihm ist scheißegal, mit Zigarette so im Kopf. Der so. War richtig geil. Digga, er chillt einfach und ich muss so performen und hab so einfach die Augen so. Digga,
und die ganze Zeit so, als würde ich runterfallen, weißt du? Ey, da, pass auf, wir müssen noch erklären. Auf dem Dach drauf war noch so ein Wasserspeicher, ne? Ja, genau. So. Und da war nochmal 6, 7, 8 Meter da sind und wir so ein auch Riesen. Und dann der Kameramann so, ja, Raff, wäre geil, wenn du da drauf bist. Du so, nein, aber wäre geil. Ja, ich bin also, raufgegangen. Ja, klar, das war die Anfangsszene von Noah. Digga, aber das war ja das Krasseste, weil Shahu. Ja. Der ist der Krasseste. Shahu, wir sind einfach auf einen Wolkenkratzer so. Und da führte irgendwie so, daneben war ein anderer Wolkenkratzer und auf dem Wolkenkratzer war noch so irgend so eine Antenne, genau, ja. Und er wollte rüberspringen. Ja, und von da und, filmen. Und dass ich, nee, er wollte sich raufstellen und weil er sagt zuerst, Raff, versuch da auf die Antenne raufzuklettern. Ich sag, Bruder, nicht mal für 1 Million Euro gehe ich auf diese scheiß Antenne, weißt du? Das war, wo es einmal auf einmal gebrannt hat, wo wir auf diesen Nee, das war nicht das. Nee? Das war, wo, da wollte er das schon machen. Ja, da wollte aber richtig ernst hat er es gemeint in Roppongi. Da waren wir auf diesem Ding und er sieht das und er sagt, Bruder, geh dort rüber. Ich sag, auf gar keinen Fall. Er sagt, okay, nimm die Kamera, film so, ich kletter darauf und stell mich so hin. Ja. Dann denkt man, ich bin du. Ist die Szene jetzt drin? Nein, ich habe ihn verboten, Dicker. Ich habe gesagt, du gehst da auf gar keinen Fall rauf. Weil was wäre ich für ein Schwanz? Und ich sage, nein, ich gehe nicht, aber geh du. Weißt du, niemals. Ja. Ey, krass, aber man muss sagen, schau nochmal. Shoutout an Casado, Alter. Unglaublich. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Sag mal, wo kommt dieser Typ her? Er ist plötzlich da und macht die geilsten Videos. Ist krass, wa? Ja, wer ist wirklich krass, Alter. Wo kommt der her? Er ist falsch. Schau, Casado, du Falscher. Ja, du bist ein Falscher. Er ist der Stiefbruder von einer meiner längsten Freundinnen in Wien, die ich schon seitdem 16 sind, kennen, genau. Samira, seine Schwester. Die macht ja auch Mucke, ne? Die macht Musik, genau. Und die meinte irgendwann zu Weihnachten, das war wegen Zodiac damals, ja. Und ich meinte, ich brauche jemanden, der muss schnell ein Video drehen. Sie meinte, ich kann meinen Bruder anrufen. Ja. Dann hat sie halt direkt FaceTime gemacht mit Shahu. Und Shahu war damals schon so am Schneiden, guckt so. Ja, genau. So, ich komme jetzt. Ich komme gleich. Ja, ja. Und dann hat er einfach gesagt, okay, gut, mache ich. Und dann hat er mir gesagt, was er für ein Video machen will. Für den minimalen Preis, den wir damals noch hatten. Und ich meinte, Digga, wie willst du das machen? Das ist doch Fantasie, Alter. Und dann habe ich sogar Ronny noch gesagt. Ich habe gesagt, ey, das ist ein neuer Videotyp. Lass uns das probieren. Der ist ganz nett, aber ich glaube, das wird nichts. Mach schon zur Sicherheit schon mal was schon anderes mal, fit. Ja. Ja, genau. Weil ich habe daran nicht geglaubt. Ja, ja. Und dann hat er Fuck gemacht. Ja. Und es war das krasseste Video. Weißt du, und das hat er damals wirklich mit wenig Budget, der hat halt selber drauf gezahlt und so, weil ich kannte ihn nicht, ich dachte, es wäre so Street-Video, was er machen will, dann war er da mit Red, mit miesen Team. Ja. Und Dicke, und jetzt, Alter, guck dir, was er gemacht hat, Alter, diese Videos. Unglaublich. Ist krass, wa? Unglaublich. Diese Japan, ich meine, obwohl ich bei jeder einzelnen Szene dabei war. Er war, ich habe ihn rausgeschnitten aus Noah, muss ich sagen. Ach so, ja. Aber weißt du warum? Ja. Weil das einfach das Ding ist. Roos war ja die ganze Zeit mit uns in Tokio und es gab halt eine Szene, für mich ist halt Roos nicht Roos, so quasi in dem, so nicht dieser Medienmogul Roos. Und wir stehen halt da und machen da unsere Szene und ich gucke sie mir an und denke, boah, fetteste Szene. Und dann zeige ich halt die ganze Zeit das Video in Berlin und jeder reagiert so, haha, Roos. Ja, jeder kriegt halt so ein Lachen. Dicker, jeder so, haha, Roos, vor allem deine Haare und so. Ja. Und ich dachte mir, scheiße, Alter, das ist ja nicht der... Nehmen sich mehr ernst. Dicker, natürlich, so, ich bin so auf so... Ja. Noah, Flash, weißt du, und dann denke ich mir so, okay, gut, dann fickt jetzt Roos das ganze Video so, weißt du? Dann haben wir ihn leider halt, haben wir ihn rausgeschnitten, Alter. Ich muss sagen, ihr habt das ganz schön dilettantisch gemacht, weil man sieht eine Szene noch meine Haare. Ich werd mal den Screenshotten. Digga, pass auf, wir machen ein Gewinnspiel. Wer diese Haare findet von Roos in diesem Ding, wenn ich Screenshot, findet, wo ich drin bin, kriegt eine Box. Sag mal, hat der, können wir machen, ja, aber hat der Schau das Originalmaterial noch? Ja, klar. Könnten wir nicht dieses paar Sekunden original hier reinschneiden, so, damit die Leute sehen? Ah, ja, doch, können wir machen. Okay, aber dann wird es aber nicht mehr so. Dann ist es nicht mehr gut mit Gewinnspiel. So, ja, Gewinnspiel machen wir anders. Okay, genau. Ich schneide das hier rein, ich besorg's mir. Der Weg nun so sinnlos, die Welt, die ich früher mal kannte, ist tot. Alle befacken am Friedhof. Als wird zu Legende, die neue Zeit gibt. Aber ich hab, also, als ich das Video gesehen habe, ich wusste ja, also wir haben eine Szene gedreht mit meinem Bewusstsein quasi, das war jetzt so nebenbei. Und als ich gesehen habe, dass ich nicht drin bin, wusste ich sofort warum. Als du angerufen hast, ey Roos, du weißt, ich weiß. Weil ich weiß genau, halt du nicht, wolltest Digga. Das ernst nehmen. Natürlich. Noah, es ist so schön. Aber komm, ich Roos. Ja, was geht ab? Aber komplett gefickt. Ja, gefickt. Das ist halt nicht so wie zum Beispiel bei. Wir haben ja schon einige Videos, wo wir zusammen sind, wie beim Intro von Weiß ich mal, der bei Buddha. Da, Bruder, ja, oder, so, da war es cool. Oder bei unserem gemeinsamen Hit, den wir gemacht haben. Ja, der kommt noch. Bei, der kommt noch. Bei Schreibt in die Vegas. Kommentare, wenn ihr sehen wollt. Vincent, genau. Vegas. Vegas.
Der kommt noch. Seit einem Jahr warten die Leute. Ey, wo ich heute zu dir gelaufen bin, hatte ich voll den Flashback. Ja. Wieder die Sonne scheint, wieder laufe ich in deine Straße rein, voll Flashback. Das ist krass. Und das Video und der Song ist noch immer nicht draußen. Ja. Wir wollten es halt auch bewahren. Ja. Und ja, ich war auch im Vegas-Video von Dingens, von Josh. Ah, genau. Und diese, Trip, was wo ich da, getwerkt habe. Alter, hast du getwerkt. Ja, ich meine, das ist aber ja das auch ein Spaß, so genau, Spaßvideo, so. Das ist auch normal. Da, das hat einfach da nicht gepasst. Na, normal. Einfach. Ja, so. Und ich muss sagen, ne, obwohl wir bei jeder Szene dabei waren und gesehen habe, wie der von Amerika bis Japan deine Videos dreht, war ich immer krass überrascht, wie der nachher, was er daraus gemacht hat. Digga, weißt du, wie ich diese Art zu filmen nenne von Chao? Freestyle, Digga. Ja, es ist Freestyle. Ich sage euch jetzt etwas, ja. Ich hoffe, Chao fickt mich deswegen nicht. Oder ihm gefällt es nicht, ja. Aber manchmal gehen wir zu Drehs und ich sage, Chao, was machen wir? Ja. Wo ist dein Drehplan? Bruder, alles spontan, Bruder, alles spontan. Ich mach schon, Bruder. Alles spontan, ja, Bruder, alles der spontan. Der macht das richtig krass. Und tatsächlich ist es so, das ist Freestyle. Der kommt, man geht hin, man weiß schon, man weiß halt die Farbe vom Video. Weißt du, wir wissen zum Beispiel, bei Dämonen wussten wir wollen Bergflash. Weiß, bababa. Bei Ghost wussten wir wollen diese Schwarz-Weiß und so, alles so ein bisschen kubisch und so Kubist... Kubismus. Ist doch Kubismus, weißt du, so quasi so, das wollten wir, das war das Thema so. Und deswegen ist am Anfang das Labyrinth, dann diese Dinge, das war schon bedacht alles. Und Gotik und so weiter. Aber der ganze Rest ist Freestyle, Alter. Ja, er macht auch viel im Edit, muss man sagen. Er arbeitet super lange. Und ich muss sagen, ich liebe ihn auch für seine Arbeitshaltung. Du weißt ja, Wahnsinn, in Las Vegas, ganz Tag gedreht, nachts direkt am Laptop. Direkt am Laptop. Digga, ja, und weißt du, was Chao jetzt gerade macht? Jetzt dreht er gerade mit Moody ein Video. Danach fährt er direkt am nächsten Tag mit mir nach Amsterdam, kommt zurück und dreht PA Sports. Danach muss er so lala abgeben von mir, was er gerade was schneidet. Digga, kommt, was ne? jetzt gerade kommt. Ja. Jetzt ist unglaublich, dieses Pensum, was er hat. So lala, lass uns einmal über so lala reden. Ja, ja. Ich war in deiner Küche, ich habe einen Kaffee gemacht mit deiner Espressomaschine, wo ich immer, weil ich ein Dilettant bin, weil ich ein, wie sagt man, ein Gourmand, ein Gourmand, sag mal Gourmet oder Gourmand? Das Gegenteil, Gourmet ist eigentlich jemand, der... Genau, aber ich bin ein Gourmand, ne? Also, der ein Gegenteil. Filmstar, also, ne? Sag mal noch so, ist doch so. Ein Gouinfre ist jemand, der sich so einstopft. Also, ich bin kein Gourmet, ich bin ein Grand. Das ist so, stopf mir alles rein. So, Und ich will eigentlich einen Kaffee und aus deiner Espressomaschine, ich check nicht, dass es Espresso macht, mach mir so 3-4 rein, weil ich will Kaffee und ich denke, das Ding ist kaputt. Mach so voll, so, kriegst voll. So. Nein, also, du kommst rein aus dem Studio, wie immer warst du den ganzen Tag im Studio und dann hast du so lala Skizze gezeigt. Genau, ja. Und ich war gleich, ich so, alles so weit. Dann hast du mir erklärt, wie so ein Song zustande kommt, französische Chanson, dass man eigentlich Deep macht, aber es trotzdem auf dem Dance mit. So, genau so, ja. So, für jemand, der das sehr gut weltweit macht, ist Stromae, genau. Ja, er macht so Alain und Don, singt eigentlich voll Arbeiterklasse und so. Ja, voll. So. Der singt doch voll richtig traurig. Ja, genau, aber alle tanzen auf Party. Ich habe Alain Don das erste Mal gehört, da war ich in Frankreich. Ja, und ich fahre so mit dem Auto. Und es gibt ja eigentlich, hat er alles von Jacques Brel übernommen, so ein französischer Chansonsänger. Und ich höre das mit so Housebeat und denke mir, tschüss, die haben Jacques Brel geremixed, richtig mies. Ja. Und dann check ich, das ist der, so, weißt du. Und tatsächlich halt, So Lala ist halt ein Song. Ich muss sagen, ich habe den geschrieben, ich war richtig depressiv. Ja. Mir ging es richtig scheiße. Und das Problem ist, was komisch war, mir ging es am Vortag richtig gut. Ja. So, und deswegen habe ich den Song geschrieben. Ich bin schlafen gegangen, war so, wow, geil alles, Hammer, Gott, danke für alles. Und ich wache auf und denke mir so, boah, mein lebensgrößter Schwachsinn. Du hast so keine Mitte gehabt. Keine Mitte, Bruder. Ich wache auf und denke mir, okay, krass, ich fühle mich entweder gigantisch, so, oder halt richtig scheiße. Ja? Und so kam halt, bin entweder gigantisch, kämpfe mit Riesen, fühle mich wie der König der Welt. Ja. Oder mein Tag ist unendlich beschissen, ein Tönig und nervt. Doch nie geht's mir so lala. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt bei mir nie diese Frage, so, wie geht's dir? Pa, geht's so, Bruder. Ja, geht's. Bei mir ist entweder Bombe geht's mir oder richtig scheiße, weißt du? Ja. Und da haben wir halt quasi den Song auch, da habe ich halt bewusst, zuerst habe ich angefangen auf so einem deepen Beat zu schreiben und dachte mir so, okay, dieser Beat, Alter, das hört sich jetzt an wie so ein Depri-Lied, so irgendwie, weißt du? Und dann habe ich plötzlich, bin ich auf von Rook, diese Beat-Skizze, so deng, 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 und dachte mir, krass, irgendwie gibt der mir was, dieser Beat. So, weil das ist so ein poppiger Beat, aber wenn ich da sowas so leidendes bisschen drüber singe, kommt da was voll Krasses dabei raus. Und das ist halt so lala. Die Single, die letzte Woche kam wahrscheinlich, wenn das jetzt ausgestrahlt wird. Ja. Und war für mich halt auf jeden Fall neben Dumm und Glücklich, sagen wir mal, die
kommerziellste oder ich weiß nicht, kann man das so nennen? Ich weiß ja, halt nicht. Ich so weiß, diese, was du meinst, vielleicht eingängigste. Eingängigste so, Nummer. So, ja, weil du bist schon. Ist trotzdem das ist jetzt deep. Nicht Ding. Ja, es ist schon nachdenklicher Ding, weil man ja auch die Lyrics sofort versteht. Das ist jetzt nicht wie bei Stromae, wo man nur auf den Beat geht und nur wenn einer nachliest, versteht. Voll, ja, ja, voll. Vor allem verstehst du bei Stromae ja nur Dance, Dance. Stimmt, ja. Hallo, Dance. Stimmt. Aber weißt du, was richtig krass ist von Stromae? Ich habe dir ja auch mal gesagt, Dicke, eigentlich, ihr müsst einen Song zusammen machen. Weil du bist ja auch fließend Französisch. Französisch, ja. Ist es Muttersprache, kann man sagen? Ja, ja. Was ist bei dir nicht Muttersprache? Deutsch ist ja quasi auch, kann man... Ja, ja, also Deutsch habe ich erst gelernt, als ich 6, 7 war. Also ich habe zuerst Französisch gesprochen. Ah, okay. Was sagen wollte ist, er hat einen Song... Papa, wo bist du? Ah Papa? Ja, Papa Ute. Papa Ute, Papa Ute. Wahnsinn. Ute. Ich hab den gehört, da bricht Tränen im Auge. Unfassbare Lyrics, ich hab mir das übersetzt angeguckt und dachte so, er macht voll den Dance-Tracks. Der hat noch viel krasser auf diesem Album Cheese, diesem ersten, Digga, da hatte der so einen Song so über Kindervergewaltigung, weißt du, auch noch. Ja. Krass. Und ich höre so über so Ding und höre mir so einen Text an. Aber irgendwie hat es mich da fast schon gestört, weil ich mir dachte, so irgendwie so ist es mich schon Thema, zu. So, wir werden, keine Ahnung, so ekelhaft. Ja, ey, oh, ich weiß, was du meinst, aber das ist so ein typischer französischer. Frankreich-Ding. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Leute auf Solala reagieren. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist mein Lieblingstrack, aber ganz ehrlich, du kennst mich, kein Gelaber, kein Geschleim. So, ich habe fast bei jeder Skizze von dir immer auch gesagt, wenn mich was gestört hat und auch gesagt, das ist nicht gut. Ich kann nur sagen, alle Videos sind alle meine Lieblingstracks und so lala wird alles nochmal ficken. Mal sehen, entweder es fickt alles oder alle sagen richtiger Scheiß. Nein, glaube ich nicht. Glaub ich auch nicht. Also ich meine, wenn das Interview rauskommt, werden die Leute schon geschrieben haben, schreibt mir das in die Kommentare. Aber ich glaube, also du bist irgendwo, also es gibt diese Angriffsfläche bei dir nicht, dass man sagen kann, ja, der macht das jetzt, damit das ins Radio geht, damit der jetzt Pop macht. Weil das gibt's ist bei dir nicht. So. Du hast schon immer diese Filme gemacht. Digga, auf jeden Fall. Das ist dein Film. Genau, den Film hast du immer. Du bist Vater von diesem Film. Will jetzt Hamudi sagen. Du hast von diesem Film. Grüße an Hamudi. Wenn ihr Hamudi kennt, schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Hamudi hat süße Augen. Schreibt in die Kommentare. Er hat alles, aber nicht süße Augen. Nein, ist krass. Ich bin sehr gespannt. Video ist schon gedreht, oder? Ja, ja. Boah, ich bin so gespannt, Alter. Ja, das ist krass. Schau hat mich gerade vorher angerufen, hat mir gezeigt per FaceTime. Also ich kletter da so auf so einen Berg. Ja. Digga, da hatte ich auch miese Höhenangst, Alter. Da muss ich dir auch erzählen. Wo wart da, ihr denn? Digga, das war in der französischen Schweiz auf einem richtig hohen Berg. Und da muss auch wieder Schau, Digga. Meine Cousine hat mich gezwungen, mir noch so irgendwelche Bergschuhe anzuziehen. Schau hatte einfach so irgendwelche Schuhe, ja. Sagt, nee, Bruder, geht schon. Er klettert, er fällt um, er fällt auf Steine, Bruder, so. Er filmt weiter. Er hält so die Kamera, fällt so richtig bam auf seinen Rücken, so. Digga, ich kletter, sehe ihn schon nicht mehr. Ich kletter und danach war es halt auch von mir sehr gefährlich. Ich kletter auf so eine Wand drauf und merke nicht, wie steil es plötzlich ist. Und ich gucke so zurück und ich merke, ich bin einfach auf Felswand. Digga, ich hab nicht aufgepasst, weißt du? Ich bin einfach weiter, ja. Ich bin einfach weiter und dann war ich halt so, diese Höhenangst und du kannst nicht mehr rauf, aber auch nicht mehr runter. Und dann diese Drohne, die ganze Zeit fliegt, weißt du? Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, und die Drohne guckt jetzt zu, wie ich weiß nicht, weißt du? Aber ein mieser so Track, das wäre ein mieses Video. Ja, wäre mies, wenn ich gestorben wäre. Rest in peace, so lala. Ja. Alles so lala. Ist krass, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, weil ich kenne ja gar nicht alle Tracks vom Album. Ne? Bei vielen war ich dabei. Du kennst sicher jeden Track in irgendeiner Form. In einer Form. In irgendeiner Form, 100% jeden Track. Ich bin, weißt du, worauf ich sehr, sehr gespannt bin? Die Leute, was die jetzt noch nicht wissen, ist, wir haben während der ganzen Zeit, wo wir zusammen waren, unterwegs waren und so, einmal diese Idee gehabt, dass du Coverversionen von geilen von Songs machst. Ja, ich wollte so, dass du das sagst. Die war von dir die Idee. Stimmt, ja, die war von dir. Ja, ich hab gesagt, weil du eine geile Stimme hast und eine besondere Art zu singen hast. Du bist jetzt nicht der klassische Sänger. Nein, du, überhaupt nicht. Aber du hast eine besondere Art. Und weil ich so ein Fan bin von deiner Stimme, ich habe gesagt, du musst eigentlich mal, damit dich mehr Leute hören als nur der Rap-Kosmos, Songs singen von anderen Leuten. Und dann haben wir, du hast ja dich für ein paar entschieden. Genau, ja, wir haben, das war eine geile Idee, wir haben das auch direkt dann gemacht. Wir haben gemacht einmal, da ging es halt nicht nur um die Stimme, sondern halt quasi überhaupt um den Musikstil. Ja. Quasi jetzt nicht nur zu covern, wie andere einfach nachspielen, sondern einfach den kompletten Song nehmen, Beat neu bauen und einfach neu machen. Ja. Bei manchen Songs ist der Text halt gleich geblieben, wie zum Beispiel bei Gewinner von Clouseau. Gewinner. Boah, Leute, freut euch darauf. Das ist mein Lieblingstrack. Weißt du, dass ich den
eben fertig gemischt auf dem Rechner habe und mindestens einmal am Tag anhöre. Wirklich? Hast du? Ja, die Steroids haben mir den geschickt. Ja, ich habe direkt angehört, ich so, schick die jetzt rüber. Bounce den jetzt, schick den jetzt rüber. Ja, in irgendeiner Rough-Version habe ich den. Ich bin großer Fan von diesem Track. Ja, der Song, ist bin geil. Bin gespannt, was die Leute sagen. Ich auch, Alter. Untere Rammstein, mein Herz brennt, habe ich gemacht noch. Ja. Nur die beiden? Nee, eigentlich habe ich dann auch noch der Graf da. Wie, stimmt. Der Graf, wie heißt seine Band? Der, unheilig. Unheilig. Unheilig, Schutzengel habe ich auch noch gemacht. Aber da weiß ich nicht, ob er rauskommt. Okay. Da bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Song. Machst du zu Gewinner und so noch One-Take-Videos oder irgendwie Videos oder nur als Track? Videos habe ich schon gemacht. Habe ich alles abgedreht. Hast du schon gemacht? Ich alles Digga, wo war ich die ganze Zeit? Weiß ich gar nicht, aber das haben wir gedreht gleichzeitig, wie wir Dämonen gedreht haben. Dort in dieser Halle, wo wir also. Boah, alles abgedreht. Ja, voll. Mit Band und so. Ja, mies, Alter. Ich bin so gespannt. Das sieht geil. Ja, also wenn er gut kommt, und ich bin mir sicher, der wird gut kommen, würde ich mich freuen, weil ich werde dich live besuchen auf jeden Fall. Dass wenn du den sogar als live bringen kannst. Ey, wir singen zusammen. Ich bin dabei. Wenn wir jetzt zusammen singen, müssen wir den Leuten ihr Ticketgeld zurückgeben. Nein, sei froh, dass ich nur Vegas-Songs rappe. Aber der war gut, dein Part, Alter. Ganz ehrlich, Digga, ich muss sagen, Alter, dein Part. Wirklich, ohne Spaß, der Part von Roos. Also, du hast dich gesteigert seit Lonsdale Roos. Ja. So. Das kann man das so aussprechen? Echt? Ja, ja, okay. Lonsdale Roos. Ihr seid nicht hart. Nee, oder was war das? Das war sehr witzig auf jeden Fall. Aber krasser Part hast du da gemacht, Alter. Wirklich, der war. Der Vibe war geil. Nee, aber auch wie du gerappt hast, weil das Ding ist, es gibt ja bei Trap, so dass ich will jetzt nicht da noch Flair machen und Trap erklären. Aber das Ding ist halt. Viele Leute denken halt, Trap ist halt das ist es nicht, weißt du? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich finde es überhaupt scheiße, dass man überhaupt so Trap und das ist alles halt Hip-Hop, weißt du? So, man soll da nicht so krass unterscheiden. So den Film. Ja, ganz ehrlich, weißt du? Das ist halt neumodischer Hip-Hop und das ist halt mittelmodischer Hip-Hop und dann gibt es Oldschool, weißt du? So. Aber das ist halt jetzt der Hip-Hop, so wie er jetzt ist, der moderne Hip-Hop. Und das ist nicht alles. Ich schieße, was weiß ich. Oder das ist, du musst Flow variieren, du musst krasse Sachen bringen. Ja. Und in deinem Part? Wie war denn dein Part schnell nochmal? Wie fängst du an? Warte, wie setzt du an? Warte mal. Ich kann jetzt nur über die Hook reinkommen. Warte. Es ist Rocky Camorra Balboa. Oh, Chicks ab und dann den, danach kommen sie mit. Achso, nee, das sag ich. Ey, genau, du siehst Roos abends mit Brusthaaren am Corner, Chicks gucken. Scarface, krass, aber der ist schon alt, deswegen kennen wir nicht mehr auswendig, Alter. Schon lange nicht mehr gehört, Ja, ich habe halt bei jedem Satz, also bei jedem anderen Flow gemacht. Das war aber auch möglich, weil bei dieser Art und Weise, wie wir aufgenommen haben. Wir haben ja jeden Satz immer gemacht, einmal aufgenommen. So, dann warst du wieder woanders. Das war lustig. Für mich war es ja eh nur Gag, nur Spaß. Aber trotzdem war ich überrascht, dass es am Ende so gut geklungen hat. Samstags mit Brusthaaren am Corner. Ja. Das ist gut. Ja, das ist lustig. Aber schade, dass wir nur 2 Zwölfer gemacht haben. Ja. Hätten wir noch Yoshi draufgenommen, der so deepen Text. Pass auf, wir müssen noch eine Sache erzählen. Dieses Video, ne, was rauskommt, also dieser Vegas-Track. Ja. Ne, eigentlich Arbeitstitel ist Vegas-Track, aber wir nennen den vielleicht Vincent Vegas. Mal gucken. Ne? Ich will nur sagen, wir haben den auch spontan aufgenommen. Dann mitten in der Nacht hat Schau einfach seine Kamera gezückt. Ey, komm, wir machen jetzt eine Performance-Szene. Einfach so aus Spaß. Aus Spaß. Und das Ding ist, wo ist Josh, ist die Frage. Josh ist, während wir vorne in der Kamera sind, ist der rechts am Bett am Schlafen. Tiefschlaf. Wir so voll laut Roos. Immer wieder neue Szene. Schau, mach nur. Und er so. Richtig geil. Du, dann warte, lass mir deinen Pulli anziehen. Ja, ich mach diese Ghost. Stimmt, wenn ihr ganz so achtet, ich habe seinen Pulli die ganze Zeit. Ja, genau. Ja, das war schon geil. Ey, das war eine super Zeit. Aber Vegas war überhaupt das Hotel, Alter. Boah, was hast du da für ein Hotelzimmer? War Wahnsinn, ne? Weißt du noch, wo wir die Frauen für das Video reingeholt haben? Und das waren Leute, das sind Showdancerinnen aus Vegas. Voll, die kommen in unser Hotelzimmer, die so... Boah, können wir take a picture? Ja, so, krass, take... wa? Wieso, was? Genau, hab ich mir auch gedacht, so, wo wohnt ihr Mistkröten, Alter? Weißt du, ganz ehrlich, so jede Ecke ist sowas. Kennt ihr nicht HRS, Hotel buchen, ja nicht? Oder Ding, oder? Oder wie heißt das andere?
Ja, aber es war schon eine geile Zeit. Ja. Was hat dir besser gefallen, Las Vegas oder Tokio? Tokio, ne? Tokio, oder? Ja, ich fand jetzt im Nachhinein insgesamt fand ich auch Tokio war krasser. Hat uns, es ist mystischer. Digga. Es ist Regen, ganz halt warm. Mystischer. Du weißt genau, wie die auf die Mangas gekommen sind. Digga, du fühlst dich, wenn ich jetzt dran zurückdenke, als würde ich in diesem Manga sitzen. Weißt du, so ist mystisch einfach so. Das ist echt geil. Und trotzdem haben wir da nur Burger gegessen. Haben wir nur Burger gegessen? Nee, wir haben viele Suppen, aber. Stimmt, viele Ramen. Wir waren oft bei diesem einen Burger-Typen da. Ah, ich weiß, ja, genau. Ja, ich hab vergessen, wer ist. Freunde, wenn ihr das seht, die Japan-Vlogs sind fertig. Fragt mich nicht immer, die kommen jetzt. Wir haben uns die aufbewahrt für die Promophase einfach, damit es halt auch. Auch was bringt. Ja, also. Ja, damit es nicht verschwendet. War aber auch viel Arbeit, muss ich sagen. Ja. Es war unfassbar viel Material. Also ich habe das mit Philipp zusammen von hiphop.de, wir haben das Tage, Wochen durchgeguckt. Ich hatte so viel Material. Es war auch unorganisiert von mir. Ich habe halt nie so Ordner erster Tag gemacht, sondern immer jeden Tag irgendwann. Und dann irgendwann so, yo, hier sind 80, 90 Gigabyte. Guck mal durch. Aber es ist geil. Es sind so wie so ein Blog-Tagebuch mäßig. Oft Making-of. Oft habe ich dich zwischendurch gefragt, was abgeht. Ja. Lass uns zum Abschluss aber nochmal über Jamaika reden. Ja, gerne. Und über Bones. Ihr habt jetzt auch einen Track zusammen. Genau, ja. Fang mal an. Ich glaube, die Fans wissen noch nicht ganz genau. Sag mal erstmal, woher kennt ihr euch? Also, um anzufangen, ich habe einen Song mit Kontra K auf dem Album. Ja. Der ist Hero. Und Kontra ist mein Studio vorbeigekommen und meinte so, ey, ich sollte unbekannterweise Grüße von Bones ausrichten. Okay. Das Ding ist, ich bin ignorant. Ich wusste, wer Bones ist. Ich weiß, wer das ist, aber ich habe es null verfolgt. Okay. Ich hatte keine Ahnung, muss ich sagen. Ja? Und ich meinte, ey, grüß zurück. Und danach meinte er dann so, ey, ich soll mal fragen wegen Nummern austauschen und so, wegen Song zusammen. Ja. Meinte, ey, klar, auf jeden Fall mal reden und so. Ja. Ja? Und dann haben wir telefoniert und er meinte halt zu mir so, ey, blabla, dass er halt voll Dancehall-affin ist. Und das wusste ich nicht. Ja, weißt du? Das war für mich komplett neu, weißt du? So. Und dann hat er noch was zu mir gesagt, weil ich wusste, dass die den Song am Schnapp macht, das Krokodil. Weil das hatte mir jemand anderer gesagt, dass, ey, 187 haben irgendwie deinen Krokus-Song jetzt irgendwie so. Und dann meinte Bones zu mir so, ja, wir mussten halt Schnapp machen, um die Ehre des Krokus wiederherzustellen, weil du hast die ja kaputt gemacht mit Wo ist mein Kroko? Ja. Weil ich da sage, mein Kroko ist gay geworden, du weißt. Und dadurch halt direkt krasse Sympathie, so ist so ein super Verstand. Und dann meinte er halt, yo, ich fahre mit Jesus nach Jamaika, weil ich bin voll Dance oder viel, meinte ich, wirklich? Ja. Ich auch voll und so. Ja, ja. Und dann dachten wir uns, okay, Jackpot und so. Und ich meinte, ich habe Angst vor Spinnen, bla bla bla, den ganzen Quatsch. Dann ist er nach Jamaika geflogen, hat das Ding gemacht, 9mm. Und ich sehe das so, sehe Tommy Lee Sparta und so weiter und sage, boah, Digga, unglaublicher Song, Alter, Wahnsinn. Hab halt direkt gepostet und so und dann hat er mir einen Song rübergeschickt, quasi, und es war Geschichte, so die Skizze, weißt du, so quasi, die Hook war von Bones und der Grundbeat, so die Grundakkorde waren von Jambeats, ja, und ich habe halt direkt ein paar drauf gemacht, hab's richtig gefühlt, wirklich, Alter, weil ich hatte das erste Mal, ich habe mich so gefreut, weil ich endlich jemanden gefunden habe, mit dem ich diesen Film leben kann, diesen Dancehall-Film. Das ist ganz voll schwierig, Digga, weil ganz viel klingt da richtig scheiße, Alter, weißt du? Ja. Und der klang halt geil und ich dachte mir, ey, er hat's begriffen, Alter. Und dann haben wir einen Song gemacht und am Ende war der Song fertig und ich habe mir wirklich gedacht, so, ey, krass, das ist für mich jetzt der einzige deutsche Dancehall, richtiger Dancehall-Song, den ich auch für mich wirklich, der gefällt mir super. Ja. Und deswegen war gleich, ey, das Video drehen, Jamaika, bla bla bla, dies, das. Ich habe ja auch dort Connections. Und wir sind halt dann so. Ja, du hast ja eine Plattenfirma-Connection da. Genau. Du hast ganz, ganz früher. High Vibration, ja. Ich hatte über die schon ein Ding rausgebracht. Und über die Connection sind wir halt dann rüber nach Jamaika. War halt mit mir anders als mit Jesus. Weil mit Jesus waren die ein Flanker. Im miesesten Ghetto, wo du nicht mal reingehen kannst als Weißer. Ja. Und wir waren auch, also wir waren jetzt nicht im Touristenzentrum, überhaupt nicht. Wir waren schon auch nur, wir hatten einen Gunman, einen eigenen und so weiter. Also so einen, der halt alles kennt und so, weißt du? Aber es war halt natürlich jetzt anders. So, es war halt, wir haben halt so wie im Video, wir haben halt gechillt mehr. Haben aber ich hatte das Gefühl, dass du ein bisschen enttäuscht warst von der Reise. Kann es sein? Hast du nicht ganz so gefeiert? Vom Land. Es war einfach so. Ich meine, enttäuscht ist das falsche Wort. Es war super. Wir hatten Spaß mit Bones, richtig gut verstanden. Ja. Das, weil manchmal fährst du 10 Tage mit jemandem hin, den du noch nicht gut kennst und es kann auch voll nach hinten losgehen. Digga, ich schaue Bones, wir waren so wie wir. Ja. Damals in Las Vegas, als würden wir uns 100 Jahre kennen, weißt du? Richtig cool. Das Ding war aber dort in Jamaika, war halt ein bisschen, ist schon schwierig.
So, du merkst halt, Digga, du merkst, das ist halt, und ich habe auch Respekt davor. Ich meine, die Insel war einfach, es war eine Sklaveninsel, so ganz, ganz lange, weißt du so. Und die haben dann ihre Unabhängigkeit und so weiter. Und wenn da Weiße um die Ecke kommen, die haben da eigentlich nicht wirklich Bock drauf. Ja, ja. Verstehe ich auch, Alter, weißt du so. Und das es ist halt so einfach, ein notwendiges Übel. Geld verdienen, aber genau, eigentlich das ist das, Digga. Eigentlich haben die keinen Bock auf dich. 100 Jahre erstmal klarkommen. Genau so, ja. Verstehe ich auch. Verstehe ich auch, Digga, weißt du. Und, aber leider bin ich halt da in der Position, der Weiße zu sein. Ja. Und jeder kommt halt und will irgendwas, Geld für irgendwas, weißt du. Und das Ding ist, Digga, die sind Filme. Ja, ich weiß. Die sind richtige, die haben schon Filme gelernt als Kind, Bruder. Die sind so, ja Mann, die wissen genau, wie die gucken, wie die reden. Boah, aber, Und das Ding ist, du darfst dich halt also nicht davon einschüchtern lassen, weißt du? Du darfst halt nicht wie so ein Opfer so, sondern das ist Filme, weißt du? Ja, klar. Ich kenne das von meinem Bezirk, diese Filme, weißt du? So quasi. Und war halt irgendwie, das war ein bisschen anstrengend einfach, weil du die ganze Zeit so fronten, zurückfronten, immer zeigen musst, mit mir nicht, weißt du? Ja, es ist nicht mal eben locker so. Ist nicht locker, nicht wie in Tokio, wo jeder einfach. Nein, wo schon von 10 Meter einer kommt im Blick direkt so richtig. Digga, genau, genau. Und so, weißt du, was das Krasste war? Ja. Und jetzt pass auf, dort waren Japaner. Digga. Aber die leben da? Nein, Japaner sind ja riesig in der Dancehall-Szene. Und da war so ein, ja, die sind riesig, auch in dem, ja. Und da war so ein Japaner und wollte mit so einem jamaikanischen Dancehall-Promoter, ja, so quasi Business machen. Und da treffen zwei Welten aufeinander, weil Japaner unterwerfen sich sofort, sofort. Und der Typ macht Digga, und die Jamaikaner und wollen immer den anderen unterwerfen, so. Da gibt es nicht mal Freundschaften richtig, die wollen immer unterwerfen, weißt du? Und da hast du halt Japaner und den, ja. Und das hat mir Michi erzählt von Iron Vibration. Und der meinte, der Jamaikaner hat den einfach genommen, hat ihn die ganze Zeit so in den Kragen gepackt, die ganze Zeit so. Ja, so. Und der Japaner hat die ganze Zeit so, und so, bam, bam, der hat gemacht, was er wollte mit dem, Alter. Ja, ja, das war Jamaikaner. Ja, ja, krass, war. Richtiger Zusammenstoß von Welten, ey. Ja, Mann. So, dann, aber willst du denn schon mal, also, willst du was sagen zu Bones und dir? Kommt da noch mehr? Also das Ding ist halt so, der Song ist natürlich so stark, ja, finde ich, und der steht so sehr für etwas, dass wir natürlich Pläne haben. So, ja, weißt ja, du? Das haben wir schon gedacht. Auf jeden Fall, also das mal sehen, wie es ist, weil ich meine, 187 Straßenmann ist jetzt gerade nicht die ungehypteste Band, das ist ja also riesig, was da bisschen abgeht. Hype, Mann. Digga, deswegen muss ich sagen, Bones musste mir das erst alles zeigen, der war dann bei mir zu Hause und ich sage so, ey, was geht und bla bla. Was macht ihr so, wer sagt ihr so? Digga, und der zeigt mir so Sachen, ich sage so, mies, ihr habt 300.000 Fans damals, was halt gestiegen ist innerhalb von ein paar Wochen auf 400.000. Ja. Und das und das und das. Und denke ich mir so, tschüss, Alter, krass. Ich krieg nichts mit. Ja. Weil ich halt nie auf, ich hab kein Facebook. Deine Ignoranz auf alles. Genau. Dass du nicht auch online bist. Ich hab kein Facebook. So. Was aber auch nicht schlecht ist, deswegen klingt dein Sound ja auch nur wie du. Also es gibt keinen, das hat der von dem, er macht wie dir. Voll, nee. Das ist natürlich wiederum der Vorteil. Es gibt halt Vor- und Nachteile, wie du drauf bist. Ich hab dir ja gesagt, ich wünschte mir am besten, ihr würdet ein bisschen mehr zusammen machen, weil ich hab das Bones auch mal gesagt, der Dancehall bisher in Deutschland, ich will wirklich die Leute nicht diskreditieren, die das jetzt machen und so, weil ich kenne mich in der Szene wenig aus, nur, ich wollte nur sagen, der Dancehall, der bisher bekannt war im Radio und so, das war so ein bisschen Baby-Dancehall, so ein bisschen Mainstream. Diesen roughen, echten Dancehall, den wünschte ich mir auch ein bisschen mehr, so voll, wie du den machst. Ja, so wie Bones den macht. Dass du hörst es und das ist wie Rap, irgendwie, aber es mit Dancehall. Auch, es ist auch Dance, genau, also Tanz, genau, ja. Aber es sind harte Lyrics. Es sind harte Lyrics. Ja, ist so weil geil. Normalerweise ist es immer, hey girl, guck mal. So, das ist, komm und wein für mich, wein ein bisschen deine kleinen Booty, sowas. Genau, Digga, du weißt. Ganz schlimm, Dance. Alter, ja, ganz, ganz schlimm. So, und da verwenden die auch 5000 jamaikanische Wörter. Also, wo die nicht wissen, genau, aber nur das klingt. Ja, ja, das klingt zum Beispiel, so. Ja. Weißt du, zum Beispiel, du weißt ja, ich bin ja DJ. Auf jeden Fall habe ich ja 100 Jahre aufgelegt und viel auch Dancehall und ne, diese typischen Sachen. Und ich habe erst Jahre später gecheckt, was Chichiman heißt. So, kennen Sie diesen Track? Ja, klar. Na, Chichiman. Alle tanzen nur, alle. Weil später die Lyrics erst gecheckt und gedacht so, ey Alter, was ist das für ein Song? Wenn du in eine schwulen Bar gehst, soll das Feuer dich verbrennen. Ja. Wenn du in ein schwulen Auto fährst, soll das Feuer dich verbrennen. Digga, ganz schön. Hau den Schwulen mit einer Flasche auf den Kopf. Ja, ja, alles mögliche. So, verbring ihn um, also, erschieß ihn. Weißt du, so. Das Ding ist, ne, bei Rap ist ja immer ganz klar, Frauen verachten, das, Rassismus. Schwulen, das, homophob. Bei Dancehall, was richtig krass frauenverachtend ist, so wenn du auf die Lyrics krass, und richtig homophob, krass homophob, da kommt keiner drauf, weil das hört sich halt so witzig voll, an. Bottermann, lustig, guck mal hier, lass mal tanzen. Ja, voll. Nee, nee, das daher, guck mal, wenn wir darüber reden, guck mal. Ja, genau. So mieses der Rastafari.
Ja, und du hast mir das ja einmal erzählt, ne? Es gibt ja nochmal so einen Unterschied zwischen diesen. Ja, ja, es gibt Bobo-Dreads, es gibt das, es gibt halt. Es ist halt so, so wie Hardliner sind. Genau, ne? Es ist halt so wie bei den Juden oder Christen oder Moslems. Weißt du, du hast halt quasi die Orthodoxen, dann hast du die Hardcore-Typen, so, ja, so wie zum Beispiel Capleton, weißt du? Ja, Capleton ist ja bekannt. Der ist halt Bobo-Dread, weißt du, so Bobo-Rasta, das ist halt. Ja, ist halt dann wieder. Ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus, was man mit was darf, aber du hast auf jeden Fall halt quasi so verschiedene Abstufungen. Und so, ja, die ganz, ganz harten Rasters, die leben halt dann auch schon im Wald, Alter. Ja, so, die leben einfach so im Gebüsch so mäßig, so, weißt du. Aber wir waren auch auf Hanfplantagen und so weiter, ne? So, wir waren richtige Gunshop. Nee, ist nicht legal. Ist nicht legal, gar nicht. Okay. Aber ist so korrupt dort alles, Dicker. Ja. Ey, wir mussten dort drehen teilweise und. Wir, die meisten Schiss hatten wir einfach vor den Cops, ja, weil wir wussten, wenn die Cops kommen, dann wollen die Kohle, ja, weißt du, so einfach so. Und die dann, fest und so, dann wollen wir einfach Geld, weißt du, einfach für nichts, weißt du, so für, ihr habt hier gedreht und keine Erlaubnis, ich sage, jetzt ist nur ein Baum. Ja, ja, aber gibt tausend sofort, sonst, weißt du. Ja. Da, also vor denen hatten wir mehr so Scheiße als so irgendwelche Buttmans, weißt du, so. Mann. Ja. Aber war halt, wie gesagt, ich meine, ich werde sicher nochmal hingehen und deswegen, ich will diese Insel nicht schlecht machen, Digga, diese Insel hat eine Musikrichtung erfunden. Das ist eine Insel, die ist so groß wie Hamburg. Das ist 2 Millionen Einwohner. Ja, das muss man sich immer klar machen, wie viele krasse Stars von da kommen. Unglaublich. Und die haben ja einfach eine eigene Musikrichtung erfunden. Ja, ja, klar. Verstehst du, was ich meine? Unglaublich, Alter. Und das ist halt schon. Dafür habe ich halt unglaublichen Respekt. Da haben wir auch schöne Bilder so dort, wie so ein Schwarzer quasi da zu uns kommt. So ein Jamaikaner und sagt so: Ja, Music is our religion. Jana. All about music. Music is our religion. We have music in Jamaica, weißt du so. Und ich denke mir so, krass, ich fühle dich. Und der hat so gefühlt, der meinte Music. Und dann kommt so ein anderer, der irgendeinen Scheiß verkauft will. Jeder will irgendeinen Blödsinn verkaufen. Ja, aber nicht, ne? Digga, aber nicht wie wenn du so Marokko gehst, wo sie dir zumindest gefälschte Schuhe, was Digga, du brauchen kannst. Digga, einfach irgendwo hier, da, Kopfserviette. Kopfserviette. Oder sie haben Schau gemalt. Sie haben so Schau gezeichnet und haben so Schau, so, wollten das verkaufen. So. Manaf, Manas. Bike, ja, Bike. Ja. Ah, geil, geil. Ja. Ah, Mann. Gut, mein Lieber. Ey, lass uns hier einen Cut machen. Ich sehe gerade, wir haben eine Stunde auf der Uhr. Lass uns nochmal weiter quatschen, wenn wir uns auf der Tour sehen, wenn die Leute alle die Solala gesehen haben. Genau. Und wir sehen uns auf Tour. Ich wünsche viel Glück mit dem Album. Also ich fühle mich, als würde ich releasen, so, damit du weißt. Und wenn du Zeit hast, machen wir jetzt nochmal ein bisschen Fanfragen. Yes, Freunde, bis gleich. Freunde, brauche ich jetzt nicht. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Stündchen mit Camorra zu quatschen. Ja, Freunde, natürlich, schreibt mir in die Kommentare, ist das was für euch? In der Beschreibung natürlich ein Link zum Album. Die Amazon-Box, ich glaube, die war sofort schon ausverkauft, also die wird es nicht mehr geben. Aber denkt dran, das ist kein limitiertes Release hier, wie seine normalen EP, weiße EP und so bla. Das hier könnt ihr einfach ganz normal kaufen. Ne? Nur die Box ist ausverkauft, ja, so wie ich weiß. Supportet diesen jungen Mann. Ja, wirklich, Musiker schlechthin, Rapper as fuck. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ich feier ihn krass. Muss ich sagen, ist einer meiner Lieblinge. So. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ob Raf Camorra was für euch ist. Unten der Link zum Album. Soweit ich weiß, sind die Boxen eher ausverkauft. Die waren gleich ausverkauft, ja. Vergesst nicht, das Album ist nicht limitiert oder so, wie bei seiner weißen EP und so, ne. Also vertut euch da nicht. Das Ding gibt's zuhauf zu holen, ja. Mediamarkt Saturn, dies, das, macht. Jetzt am Freitag ist es am Start. Supporte den jungen Mann. Schreibt mir in die Kommentare, welche seiner Singles, ja, die schon rauskommen sind. Ghost, Solala, ne, diese Videos, die rauskommen sind. Welche davon war euer Favorite? Ihr wisst ja, vom Track her, Solala, beste Song, beste Track, ja? Ja, ich werde angecallt, ich bin wichtig. Freunde, abonniert diesen Channel hiphop.de. Like das Video, wenn ihr sagt, ja, Roos, nice. Fanfragen kommen noch mit Raf Camorra. Und die Vlogs, jetzt haue ich sie raus, Japan-Vlogs. Und wenn ihr den Track, was dann Vegas... Vincent Vegas. Ich weiß noch nicht, wie wir den nennen. Wenn ihr den sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Roos, wo bleibt endlich der Track? Und ihr müsst das natürlich auch Raf sagen. Denn wir haben uns entschieden, glaube ich, nachdem das Album raus ist, dann hauen wir es raus. Weil das ist ein durchgeknallter Track.
Okay, Freunde, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Gangzeichen, damit nicht einer drauf kommt, dass ich ein YouTuber bin. Und das hier ist eine... Hip-Hop-Sendung.